Sag mal, Jungs, ihr sitzt doch nicht schon wieder vorm Fernseher, oder? Wir wollen doch jetzt gleich mal frühstücken. Es ist so früh und ihr sitzt schon vorm Fernseher. Das kann doch nicht sein. Psst, Sophia, nicht so laut. Wir gucken jetzt Michi aus Lönneberger. Das ist gerade so spannend. Ach, Linus, und du sitzt doch wieder so nah vorm Fernseher. Du bekommst doch mal ganz quadratische Augen. Ach, Mann, Mama, ich bekomme keine quadratischen Augen. Man kann keine quadratischen Augen bekommen, sagt Greta. Das sagst du nur, damit ich nicht so viel Fernsehen gucke. Oh, ich möchte so gerne den Michel gucken. Den mag ich so gerne. So, jetzt ist Schluss hier mit Fernsehen. Wir wollen gleich frühstücken. Danach kannst du noch ein bisschen Michel gucken. Oder heute Abend vorm zu Bett gehen. Es reicht jetzt. Ach, Mann, Mama. Sophia. Keine Diskussion, das reicht jetzt. Oh, das Telefon klingelt. Ich gehe eben schnell. Pff, Diskussion. Ich kann Fernsehen gucken, so viel ich will. Ich bin schließlich alt genug. Und Sophia ist auch nicht meine Mama. Und ja, ich gucke jetzt einfach weiter. Ja, ich auch. Oh Mann, der Michel ist so lustig. Jetzt hat er die ganze Suppenschüssel auf dem Kopf. Ach, da wird der Papa bestimmt durchdrehen. Also Linus, wenn du mich fragst, ohne den Papa wäre die Sendung überhaupt nichts wert. Wenn der sich nicht ständig aufregen würde, dann wäre es überhaupt nicht lustig. Ja, weißt du was? Ich gebe dir mal eben Lukas. So Lukas, der Fernseher ist ja schon wieder an. Hier, Telefon für dich. Warum guckt ihr jetzt eigentlich schon wieder Fernsehen? Der Fernseher? Oh ja, oh, der Fernseher ist wieder angegangen. Dann hast du den ja gar nicht richtig ausgemacht. Also wir haben den nicht angemacht, oder Linus? Und Telefon für mich? Wer ist das denn? Ja, geh doch ran, dann weißt du es. Fröhlich? Oh, hallo, mein Lieblingssohn. Na, wie geht's dir? Ich habe jetzt endlich mal guten Telefonempfang. Zu Weihnachten hat das ja irgendwie nicht so richtig geklappt. Oh, hallo Mama, wie schön. Ja, ich kann dich richtig gut mal hören. Wo bist du denn jetzt gelandet? Emma, weg von dem Baum und weg von den Christbaumkugeln. Du sollst da nicht immer dran rumziehen. So, Linus, und du gehst jetzt mal eben nach oben und räumst da mal bei deiner Burg auf. Und danach kommst du runter und wir decken den Frühstückstisch. Ich habe jetzt echt Hunger. Ja, gut. Och, Mann. Aber heute Abend darf ich weiter Michel gucken. Ja, aber erst heute Abend. Also bei uns war auch eine Weihnachtsfrau. Also die Frau vom Weihnachtsmann. Die war aber sehr nett. Hast du die auch gesehen? Ja, die habe ich auch gesehen. Ich konnte es kaum glauben. Es war tatsächlich eine Frau. Also die Frau vom Weihnachtsmann, wie du gerade schon sagtest. Sie war hier hinten in Island. Ganz spannend. Ach, Fussel, ich hasse Aufräumen. Aber ich freue mich so sehr über den grünen Drachen. Der sieht so toll aus, oder? Da bin ich richtig froh, dass der Weihnachtsmann, die Weihnachtsfrau mit denen gebracht hat. Na, Lukas, was sagt deine Mama? Ja, sie ist jetzt wohl in Island. Davor war sie in Mauretanien. Die war echt jetzt schon überall. Brasilien, Paraguay, Amerika, Kanada. Oh, echt unglaublich. Aber ich vermisse sie ganz schön. Ach, sie kommt bestimmt bald wieder nach Hause. Mach dir keine Sorgen. Und dann könnt ihr viel Zeit miteinander verbringen. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich denke mal, sie ist schon noch ein bisschen unterwegs. Ja. Aber gut, wir telefonieren ja oft. Und wir schreiben auch E-Mails. Aber irgendwie vermisse ich sie schon. Sag mal, Lukas, magst du zum Bäcker gehen? Wir brauchen unbedingt Croissants. Ich habe so Lust drauf. Oh, Sophia, warum muss ich denn immer zum Bäcker gehen? Oh, wie blöd. Ach, Lukas, bitte. Sei doch nicht so. Außerdem gehe ich auch ganz oft zum Bäcker. Und ich decke schon mal den Tisch. Dann können wir gleich frühstücken. Und danach könnt ihr meinetwegen den Michel weitergucken. Och, kann Linus nicht gehen? Der ist doch schon so groß. Der könnte doch ganz alleine zum Bäcker laufen. So weit ist das doch gar nicht. Ja, ich gehe zum Bäcker, ganz alleine, ich bin da schon groß. Das wollte ich immer schon mal machen. Ach, bitte, Mami, bitte. Ich bin da schon so ein großer Junge. Nee, also Linus, alleine gehst du mir jetzt noch nicht zum Bäcker. Das können wir gerne mal nächstes Jahr machen, aber heute nicht. Ja gut, ich gehe ja schon los. Aber ich bringe jetzt 5 Croissants und 5 Brötchen mit. Dann gehe ich morgen aber nicht nochmal los. Ich habe schließlich Urlaub und will ausschlafen. Und Pippi Langstrumpf gucken. Und wir beiden Hübschen gehen jetzt schön den Tisch decken. Na gut, dann decken wir den Tisch und ich warte auf Papa und danach gucken wir weiter den Michel. Also im Garten könnte auch auf jeden Fall mal Laub gehackt werden. Wie sieht das denn hier aus? So, ich brauche auf jeden Fall hier nochmal eben ein paar Messer. Die muss ich aus der Spülmaschine holen. Erstmal schauen, wer da ist. Sophia ist auf jeden Fall da und sie steht auch gerade in der Küche. Da muss ich mich jetzt aber gut verstecken. Kann ich Milch und Käse aus dem Kühlschrank holen? Ja, sehr gerne, Linus. Gut aufgepasst. Sag mal, möchtest du heute Marmelade essen oder lieber Honig? Oder beides? Also ich nehme eine Hälfte mit Marmelade und eine mit Honig. Und so eine schöne Weihnachtsdeko. Ach, sieht einfach herrlich aus. Aber dass der Kühlschrank hier vorne so an der Tür steht, das ist irgendwie komisch. Moin, moin, Lukas, na? Schon ausgeschlafen? Das ist ja noch mitten in der Nacht. Ich dachte, du hast Urlaub. Was machst du denn schon hier? Ja, moin, Bäckermeister, na? Alles gut bei dir? Ja, ach, du weißt ja, wie das ist. Kinder früh wach, Rhythmus noch nicht raus, wegen Arbeiten.
Ja, da war ich schon ganz früh wach und habe mit meinem Sohn Fußball geguckt heute Morgen. Genau, alte Fußballspiele habe ich ihm gezeigt. Oh, alte Fußballspiele? Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass sowas läuft heute Morgen. Ach, wie ärgerlich, jetzt habe ich das verpasst. Oh, wer hat denn gespielt? Der Klassiker Bremen gegen Bayern oder Bremen gegen HSV? Was war das denn für so ein Spiel? Bremen gegen Michel? Ich weiß es nicht. Bremen gegen Michel? Das habe ich ja noch nie gehört. Aber ich gucke jetzt auch nicht so intensiv Fußball wie du. Ja, das merkt man. Aber das ist schon so ein alter Verein, den gibt's schon gar nicht mehr. Der ist so abgestiegen. Weiß ich nicht, hundertste Liga oder so. Naja, ich brauche auf jeden Fall 5 Brötchen und 5 Croissants. Ja gut, Lukas, mach ich dir gerne fertig, aber sag mal, ein kleines Käffchen geht auch noch, oder? Ja, also wenn du mich so fragst, dann doch ganz gerne. Aber muss schnell gehen, meine Frau wartet auf mich. Ja, Lukas, du weißt doch, hier gibt's immer schnell einen guten Kaffee. Kann man gar nicht glauben, oder nicht? Jetzt ist Weihnachten vorbei und jetzt haben wir bald schon Silvester. Und dann ist das Jahr auch schon wieder zu Ende. Ja, wie war denn dein Weihnachten, Lukas? Alles gut überstanden? Super war mein Weihnachten. Wir haben mit den Kruses gefeiert, war ganz witzig. Und mal gucken, was wir Silvester machen. Ja, Silvester weiß ich auch noch nicht, was wir machen. Vielleicht bleiben wir auch einfach mal zu Hause. Na, Emma, was gluckst du denn da immer so an der Tür? Da ist doch gar nichts, oder? Versteckt sich da jemand? Ich werd verrückt, das glaubt mir doch kein Mensch. Ach, Sophia, so schön, dich zu sehen. Ich freue mich, wir haben gerade noch telefoniert. Ich wollte nur wissen, ob ihr wirklich zu Hause seid. Das glaub ich doch gar nicht. Du stehst wirklich vor mir, oder? Hallo, Charlotte. Oh, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Und Lukas, Lukas wird ausflippen, wenn er sieht, dass seine Mutter hier ist. Warum sagst du denn nichts, dass du hier bist? Ich hätte dich doch abgeholt vom Flughafen oder vom Bahnhof oder wie auch immer du hierher gekommen bist. Und wo ist eigentlich deine Tasche? Ach, ich glaube das alles nicht. Lukas wird ausflippen, wenn er dich sieht. Er hat vorhin schon gesagt, dass er dich so vermisst. Das weiß ich doch, Sophia. Aber dann wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen. Und ich möchte jetzt nicht mehr auf Weltreise gehen. Ich war jetzt fast 2,5 Jahre nur unterwegs. Jetzt ist es mal wieder Zeit, nach Hause zu kommen. Ich habe Lukas so doll vermisst. Und euch alle auch. Hey, was ist denn hier los? Ich warte die ganze Zeit, dass du kommst. Wir wollten noch den Tisch zusammen decken. Oh, wer ist das denn? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Linus, du glaubst gar nicht, wer das ist. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr richtig erinnern, weil du noch so klein warst. Das ist Oma Charlotte. Das ist die Mama von Lukas. Oh, wie schön. Da wird Papa sich aber freuen. Und ich freue mich auch. Ich kann mich leider nicht mehr so gut an dich erinnern. Aber wir haben schon so oft telefoniert. Irgendwie kenne ich dich ja. Du bist aber ein netter Junge, Linus. Da freue ich mich aber, dass du dich aufreust. Und ich hoffe, dass Papa sich auch freut. Ach, und du bist so groß geworden. Das letzte Mal warst du noch ein ganz kleiner Stöpsel. Ich freue mich auch. Und ich weiß, dass Papa sich noch viel, viel mehr freut. Und du bist also die kleine Emma. Meine Herren, aber so klein bist du auch nicht mehr. Wusstest du etwa, dass Oma kommt und hast mir nichts gesagt? Das ist aber gemein. Nein, ich wusste das auch nicht, Linus. Ach, du hast bestimmt ganz viele Sachen erlebt und tolle Geschichten. Papa hat mir erzählt, du bist überall in der Welt herumgereist die letzten paar Jahre. Ja, ich habe wirklich sehr viel erlebt. Wenn du willst, kann ich dir mal was erzählen. Oh, verdammt, Bäckermeister, ich muss jetzt sofort los. Meine Frau wartet bestimmt auf mich und ist schon wieder sauer. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und vielen Dank für den leckeren Kaffee. Das weiß ich echt zu schätzen. Ja, Lukas, du weißt doch, es gibt zwei wichtige Dinge im Leben. Kaffee und Fußball. Ja, dann noch einen schönen Tag für dich. Ich weiß gar nicht, wie wir Lukas jetzt am besten überraschen. Ja, vielleicht sollte ich mich verstecken. Ja, oder du könntest ihn von hinten die Augen zuhalten. Eigentlich eine tolle Idee. Aber ich glaube, das ist zu viel für Lukas. Er wird sich so doll erschrecken und wahrscheinlich glauben, dass er träumt. Vielleicht irgendwas anderes, wo er sich nicht so doll erschreckt? Oma könnte sich auch einfach zu uns an den Frühstückstisch setzen. Und wir tun so, als ob sie gar nicht da wäre. Nun, Papa sieht sie. Das ist eine gute Idee, oder? Jetzt bin ich aber aufgeregt. Ach, was Papa wohl sagt? Der ist schon voll lange weg jetzt. Wo ist der denn schon wieder? Der ist bestimmt wieder ein Kaffee trinken mit dem Bäcker. Ach, was er wohl sagen wird, wenn er dich hier sieht? Das will ich aber auch hoffen, dass er sich freut. Jetzt bin ich so weit hierher geflogen. Oh, Achtung, er kommt. Alle schnell an den Tisch und schön ruhig sein. Er hat geklingelt. Vielleicht hat er keinen Schlüssel dabei. Er hat einen Schlüssel dabei. Er ist jetzt nur zu faul, den aus der Tasche zu holen. Er soll gefälligst aufschließen, sonst ist die ganze Überraschung hin. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Zuerst schickt ihr mich zum Bäcker und dann macht sie mir nicht mal die Tür auf. Oh, jetzt muss ich den ganzen Schlüssel hier suchen. Der ist natürlich ganz unten. Oh, sowas Blödes. Da kriege ich schon wieder schlechte Laune. Sophia, mach doch die Tür auf. Psst, jetzt aber leise. Er ist drinne.
Sag mal, Sophia und Linus, wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr wolltet hier Frühstück fertig machen. Ist ja noch nicht mal Kaffee gekocht. Oh Mann, Sophia, was ist denn jetzt hier los? Ich dachte, wir wollten frühstücken. Und danach wollte ich doch Michael weitergucken. Und Kaffee hast du auch noch nicht gekocht. Ich habe mich extra beeilt beim Bäcker. Und warum macht mir eigentlich niemand da die Tür auf? Die Tüte mit dem Brötchen war so schwer. Ach, Lukas, du sollst doch deinen Schlüssel benutzen. Das habe ich dir früher schon immer gesagt. Habe ich was auf den Augen? Mama? Was machst du denn hier? Wir haben doch gerade noch telefoniert. Ach, Lukas, so schön, dich zu sehen. Ich freue mich und ich hoffe, du freust dich auch. Ich habe vorhin nur angerufen, um zu hören, ob ihr zu Hause seid, weil ich dich so vermisst habe. Und ich hoffe, du freust dich, dass ich jetzt da bin. Das träume ich doch jetzt gerade, oder? Oh, bin ich beim Bäcker umgekippt? Nee, das kann ja nicht sein. Oh, ich muss fast ein bisschen weinen. Oh, ich freue mich so sehr, dich zu sehen, Mutti. Ich habe dich so sehr vermisst. Ach, ich dich auch, mein Sohn. Mein einziger Lieblingssohn. So schön, dich zu sehen. Und deine Familie ist so nett. Und der Linus, der ist so süß. Und die Emma auch. Ach, ich freue mich. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da muss ich echt ein bisschen heulen. Ach, so schön, dass du da bist, Mama. Dann ist meine Überraschung ja wirklich geglückt. Ach, es ist so schön, wieder hier zu sein. Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ach, ist das nicht schön, dass Papas Mama jetzt da ist? Das haben sich so viele von euch gewünscht und jetzt ist sie endlich da. Ich finde sie super nett und ihr auch? Wir verlinken euch hier vorne nochmal ein paar Videos zusammen mit Oma und Opa. Und hier unten verlinken wir euch eine Geschichte, in der ich einen Dieb im Shoppingcenter gefangen habe. Naja, nicht ich, sondern die Polizei. Ja, ansonsten würden wir uns super doll freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert.